Ran an die Starcoins, Welt 7-6! Aber nicht mit Mario, sondern mit Luigi. Der hat sich lange genug ausgeruht. Okay. Spiny Swings und es gibt wieder ein Secret Exit. Das ist interessant. Schon die letzten beiden Level im letzten Part hatten jeweils ein Secret Exit. Na gut, machen wir das. Und ja, Mario wird zum Finale wieder zurück sein, spätestens. Er soll ja die Prinzessin retten und Luigi macht nur die Drecksarbeit. So sieht's halt aus, ne? Klare Rollenverteilung. Hä? Hätte ich nicht einfach... Ja, Luigi, der kann's halt. Er kann auch von da einfach hinspringen. Achtung. Stachlig. Ich finde das echt gut gemacht. Also es hat auch was von Super Mario 3D World, dass man individuell nach Stärken und Schwächen des Charakters wechseln kann. Denn schließlich hat das Spiel auch immer noch das Wort Brüder drin, ne? New Super Mario Brothers DS. Das wird oft vergessen, also dass das Wort Brothers drinsteckt, das stammt ja noch von 1983, vom ersten Super Mario Brothers. Mit der Kanalreinigung und so, ihr wisst Bescheid, wo man sich gegenseitig austrickst und all das. Das hat dir echt Spaß gemacht. Konnte ich nicht ganz abschätzen, gerade diese verdammte Seil und Luigis Sprungfertigkeiten. Hatte gedacht, der geht viel weiter. Check the point. Ja, und schon im legendären Super Mario Brothers, also 85 für das Famicom, wenn man genau sein möchte. Ihr wisst schon, welches Spiel ich meine, das bei Super Mario Maker das älteste ist. Schon da gab es natürlich noch Luigi, aber man hat nicht zeitgleich gespielt. Das wäre irgendwie cool gewesen, ne? Zeitgleich durchs Level mit zwei Charakteren. Aber sowohl in Super Mario Bros. 1, als auch in Super Mario Bros. 3, als auch in Super Mario World. Wo auch diese Seile irgendwie her entstammen. Boah, warum springst du so weit? Ich wollte erst auf die Plattform. Oh, kann ich gerade gar... Ey, die ganze Bewegung hier auf den Ding. Muss ich mir noch aneignen. Klar, da kommt der Hammer, Bruder. Das ist doch wohl der Hammer hier. Na, also da war immer nur Abwechseln angesagt. Multiplayer-Modus, ja, aber im Sinne von, der eine Spieler spielt. Ich weiß nicht, ich glaube, es kam auf Spielern, ob so lange bis derjenige gefailt hat. Oder halt komplett abwechselnd. Das war ein Super Mario Bros. 3 eigentlich auch ganz cool gemacht. Mit der Karte, dass man so ein bisschen Freiheiten hatte. Aber an für sich so dieser Brothers-Effekt. Man konnte nicht selbst im Singleplayer irgendwie mit Luigi was machen. Obwohl er schon in Super Mario Bros. 2 seine eigenen Fähigkeiten bekam. Ja, das stammt von Doki Doki Panic ab und den... Wahnsinn. Von den dortigen Charakteren, ne? Das waren ja eigentlich andere. Und trotzdem hat man später für Luigi übernommen, was natürlich sehr sinnvoll ist. Auch, dass Peach schweben kann oder Toad halt sehr schnell ist, aber nicht hoch springt und solche Sachen. Und Luigi, der kann halt sehr hoch springen. Der ursprüngliche Charakter von Luigi hieß halt Mama. In Doki Doki Panic. Ja, manche wissen, was ich meine, andere kennen die Story vielleicht nicht. Aber ich will jetzt nicht so viel über Doki Doki Panic reden. Eigentlich in Super Mario Bros. 2. Fakt ist, ja, die Fähigkeiten von Luigi, wann wurden die denn eigentlich wirklich mal benutzt? Er hatte ja nach der Super Nintendo-Zeit auch erstmal so ein bisschen die Packen zu halten. Schon allein, dass er in Super Mario 64 nicht präsent war, obwohl es viele geglaubt haben. Dann gab es, ja, die ganzen Gastauftritte. Auf dem N64 kamen halt so viele... Ich wollte schon fragen, kommt das überhaupt zurück? Gab es ja so viele Sachen wie Mario Kart natürlich, Party, Tennis, Golf, alles wurde ausgepackt und da war Luigi natürlich mit dabei. Aber so richtig... Auch in den ganzen New Super Mario Bros. Titeln, ich glaube alle vier, kann man Luigi nicht so ohne weiteres nur im Multiplayer zocken. Und in New Super Mario Bros. DS war er halt erst auswählbar, nachdem man... alles geschafft hatte. Oder ich sag mal, zumindest Bowser, glaube ich, besiegt hat. Nicht die 100%, Bowser. Oh, es fehlt eine Starcoin. Ich glaube, ich glaub's nicht. Aber ich muss mich nochmal umschauen. Wo soll da eine Starcoin gewesen sein? Tja, da hilft ja leider nichts, ne? Da hilft kein Battle und Flehen. Da müssen wir weitermachen.
Ist das jetzt eigentlich so, wenn ich keine Secret Exits gefunden... Ich brauche eh noch... Das ist bestimmt beim Secret Exit mal wieder. Hier links schauen. Wäre das so, wenn du überhaupt keinen Secret Exit findest, kommst du auch nicht weiter? So wie in Mario World nach dem Wald? Habe ich als Kind gehangen, ne? Ja, vielleicht irgendwelche hier nach oben oder unten. Naja, das glaube ich nicht. Also, ist unwahrscheinlich, dass es relativ früh im Level ist. Alter, wie er sich einfach erstmal dranhängt und einfach diese Sekunde braucht, aber das Spiel einem einfach keine Sekunde mehr gibt. Tja, auf was sollen wir denn achten? Röhren? Irgendwo was in den Himmel geht oder so? What the fuck? Vorsicht. War hier unten was? Nö. Ist auch gefährlich. Da oben sind Seile, ob das ein Tipp sein könnte? Hm. Ich weiß nicht, wie hin. Ich kann doch nichts weiter machen. Kann ich drüber springen? Ich kann nicht drunter springen. Oh, es reichte noch. Ich glaub's ja nicht. Ja, aber prinzipiell finde ich das hier so richtig gut gemacht. Und so soll es halt immer sein, dass du wenigstens zu Luigi switchen kannst. Dass er höher springt, ist halt nicht unbedingt. Also im ersten Blick natürlich schon immer ein Vorteil. Aber er hat auch, halt auch Nachteile, die einprägsam sind. Er springt auch immer anders ab, ne? Ich kann immer noch nichts erkennen. Vielleicht hier drüber so? Die Pfeile. Feuerblume bringt einem hier auch gar nichts. Rechts. Er zeigt einfach nur nach rechts. Das kann kein Hinweis sein. Hier ist auch nichts. Wo soll denn etwas sein in dem Level? Ich gucke mich nochmal genauer um. Aber die zweite Starcoin kommt ja auch erst, ne? Oder? Ja. Muss es ja ab jetzt irgendwo auftreten. Aber wo? Ist doch schon das Ziel. Ich bin so dumm und spring hier mal ab. Hä? Okay. Ich dachte nur, könnte das einen Pfeil darstellen. Na gut. Dann bin ich sehr zufrieden mit dir, Luigi. Das machst du ganz ausgezeichnet bis dato. I'm Luigi. Made it. Made it. Luigi wins by doing absolutely nothing. So, sehr gut. Das oben habe ich schon nachgeschaut, ist Welt 7a und das ist 7-7. Na, was bringt besonders reinen Sand? Feinen Sand. 7x7. Ballistic Breach, das ist ja toll, mit 4 Magnum-Builds. Banzai Bill. Und das nur als Minityp. Oh, ich glaube, das habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen. Ah! Ich glaube, es war... Das ist schon ein paar Jahre her, wo das entwickelt wurde. Wie gesagt, ich habe immer mal Trailer gesehen. Und der Level war besonders interessant auch. Wie ich hörte, gab es da so ein paar Probleme bei der Umsetzung wegen dem... Achtung! Scrolling! Wie ich Scrolling-Level liebe! Alter, habe ich gerade mein Mikrofon voll gespuckt, Alter. Nein, ich habe so einen Popschutz davor, aber... Wie so ein alter Sabber-Opa, wie so ein Hausmeister, der sauer ist, dass du über die Blumenbeete gelaufen bist. Meine Güte, da muss ich aber aufpassen wie Schmitz Katze, du. Obwohl, passt Schmitz Katze überhaupt auf? Wir wissen es nicht. Erstes... Achso, dieses random Schießen von der Kugel, wie es scheint. Boah! Ja, wie? Wie? Das ist ein bisschen auswendig lernen dabei. Nintendo Wii! Wii U! Switch? Switch? PS4! PS4! SNES. Nintendo 64. GameCube. 3DS. Famicom. Sega Mega Drive. Xbox. Oh Mann. Xbox. Dem letzten Kinderlied gehört.
von meinem Sohn, ja, wo es um das Alphabet ging. Hier der Buchstabe wurde gelernt und es wurden immer zwei Beispiele gebracht. Für jeden Buchstaben. Ein Wort, zwei Beispiele für jeden Buchstaben. Ich kann euch jetzt kein Beispiel mehr nennen. Ich glaube, zum Beispiel jetzt B steht für Buch. B steht für Bild. Baum. Sagen wir Baum. Und das hat dann die andere Stimme wiederholt. B steht für Bild. B steht für Baum. Oder Buch. Alter, das ist so tricky. Was soll ich denn an der Stelle machen? Und da wurde es natürlich auch schwieriger mit W und V. Und dann kam X, ne? Ihr könnt es euch jetzt wahrscheinlich schon denken, ne? X steht für Xylophon. Und dann X steht für XXXXXBox im Kinderlied. Müsst ihr euch mal geben. Voll die Marke getrendet. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Haben die gegoogelt? Was fängt mit X an? Weil das Standard-X-Wort-Beispiel auch in meiner Kindheit, in meiner Grundschule, war halt einfach Xylophon. Ja, bin ich wundern, wenn die Xbox das Xylophon noch überholt und abschließt. So, hier auswendig lernen. Du musst einfach vorne bleiben und dann geht's. Ich habe gerade wieder so einen krummen Pfeil vernommen. Das muss nichts bedeuten. Alter, geil gemacht, ne? Wo bin ich? Ich sehe mich halt nicht. Mal gucken, Spiegel. Ey, genial gemacht, ey. What the fuck, Lag Party? Ne, das musst du auch erstmal so bringen. Ja, okay, jetzt sind wir in Slow Motion unterwegs. Das ist von der FPS-Anzahl so eine Dia-Show. Das verlangt halt einfach dem... Ich habe so einen NASA-PC, ne? Ich will gar nicht wissen, wie das auf alten Schrott-PCs läuft, das Spiel. Ja, gar nicht. Jetzt hätte ich hier auch... Ich weiß nicht, ob es schlau ist, mit Luigi hier das Level zu machen, weil der springt ja höher. Aber egal. Gehen wir es an. Gehen wir es an. X steht für XXXXXBox. Jetzt weiß ich Y schon gar nicht mehr. Was war denn da als Beispiel? Was ist denn Y immer? Was fängt denn mit Y an? Diverse Vornamen, ja. Wie Yves oder Yvonne oder so, aber... Aber Gegenstände? Naja, es geht noch schwieriger. Was fängt denn mit einem scharfen S an? Wisst ihr, das scharfe S bekam ja jetzt einen Großbuchstaben, habe ich aber schon mal erzählt. Finde ich halt nur besonders trollig. Irgendjemand hat es sogar geschrieben. Benutzt, war das Random Kai? Oder so, irgendwas total in Caps Lock, aber dann auch mit dem originalen, großen, scharfen S. Ich glaube, ich bin der Oldschool und schreibe immer noch dann zwei normale S. Nicht, dass ich nicht finden würde oder so. All das. Also mit den Zeichen ist halt immer so eine Sache. Und da mischen sich die Emojis noch rein. Ihr seht ja, ich habe das Ahornblatt hier bei Newer Super Mario Bros. DS. Ja, was hätte ich denn für ein... Ich muss sagen, es gibt ja immer schöne Emojis, die treffend sind zu verschiedenen Let's Play-Projekten. Ah, aber wie Pokémon Diamant war halt auch ziemlich genius, so einen Diamant dahin zu stecken. Aber zu Mario gibt's nichts, ne? Das irgendwas mit einem M drauf oder eine Mütze oder Klempner, Röhren gibt's alles nicht. Sterne, ja, aber so, das ist ein bisschen Mainstream, findet ihr nicht? Also, Achtung, Konzentration, das ist ja gar nicht so einfach hier. Da fand ich das Herbstblatt schon sehr repräsentativ, gerade für das... Toll. Das ist schlechtes Timing. Gerade für das newer Team, das ja immer so gerne ein Herbstlevel einbaut. Es gibt ja auch den eigenen kleinen Hack, da geht ja nur ein paar Level. Newer Falling Leaf und es gab noch mehr, was die ab und zu mal gemacht haben an Kleinigkeiten. Ne? Das sind die großen Projekte. Newer Super Mario Brothers. Wii und DS und Wii U. Wir sind ein 3DS-Teil einfach mal auslassen. Was aber auch legit ist irgendwie. Dürfte nicht nur das Schwerste von der Umsetzung sein. Wisst ihr, als ich vor Ewigkeiten diese Demo gesehen habe, dachte ich mir so... Dachte ich mir so, okay... Ich sieht jetzt nicht sehr leicht aus, aber sieht voll machbar aus. Jetzt spiele ich das und denke mir so... Versteht ihr?
Ich freue mich auf den Checkpoint. Sieg und Exit gibt's hier nicht. Wir sollten die Musik genießen. Wir sollten die Musik genießen. Ja, 3DS-Teil. Aber ich hätte Bock, die nochmal zu let's playen. Hättet ihr dann jetzt, also das älteste, zurückliegende New Super Mario Bros. Let's Play ist zum DS-Teil. Leck mich doch an der Kniescheibe. Sorry, sorry, ich krieg's gleich, ich komm da gleich vorbei. Hättet ihr da Bock drauf, im Laufe des Jahres, so Frühling, Sommer, so New Super Mario Bros. DS, weil nicht das noch mehr von den Latschen kippen, weil die Grafik halt nicht Bombe ist? Schlechter als hier. Ich spring jetzt einmal hoch, dann habe ich einen ganz anderen Rhythmus drauf. Ich bin so ein Trottel. Da kommt man immer weit und dann wird es immer kürzer, wenn du so willst. Ja, nee, Spaß, Leute. Ernsthaft. Und halt auch den 3DS-Teil hätte ich irgendwie Bock drauf. Den Wii U-Teil gerade nicht. Das liegt daran, dass ich den privat auch mal gezockt hatte. Und einfach ich noch viel zu gut weiß, wo alles ist. Ich will das vergessen. Wisst ihr, und da kommen immer so Sachen wie hier bei dem Hack, wo ich dann rätsel, aus welchem Teil war denn das doch gleich und kann es nicht auseinanderhalten. Aber ich mache das halt auch bewusst, dass ich die newer Teile zumindest, ja, was das angeht, dass ich, ich bin vom Sprechen so abgelenkt, dass ich nicht mehr überlege, was kam eigentlich als nächstes. Naja, von den newer Teilen, da vergesse ich dann oftmals das eine oder andere Secret Gin oder wo die Starcoin waren und das ist genau das. Das mache ich so für die Let's Plays halt auch, ne? Ist ja wirklich wahr. Aber den View-Teil kenne ich halt noch ganz gut. Und New Super Luigi U ist daran mit schuld, dass ich den. Zumindest die Weltkarte kenne ich halt noch in- und auswendig. War halt auch einprägsam. Aber war halt auch mal cool, eine neue zu erkunden. Mal wieder. In der Form. Ah, so war das, ne? Gar nicht im Sinn. Jawohl. Voll im Rhythmus, voll im Saft hier. Dann gehen wir direkt auf den. Das kann echt gemein sein. Zu früh oder zu spät. Ah. So, lasst mich jetzt mal nicht so viel quatschen. Lasst mich mal zum... Checkpoint kommen. Wir haben schon 2 Starcoins, das müsste mal abzusaven sein. Ja, ich versteh's. Ich konnte nicht anders. Mann, das ist doch schade. Aber cooles Thumbnail. Mit den 4 Typen. Frustrierend, aber da müssen wir durch. Keine Sorge, ich will den Level jetzt allmählich beendet haben und dann, wenn das in absehbarer Zeit geschieht, dann machen wir natürlich auch noch den nächsten. Luigi, ich hatte dich schon gelobt. Man soll halt den Tag nicht vor dem Abend loben. Das ist halt einfach so eine Weisheit. Weiß ich, dass die schon kommen, da kann ich schon mal hochdrücken. Ich glaube wirklich, dass es mit Luigi halt andere Sprünge sind. Ich weiß jetzt nicht genau, ob in Mini-Form, wenn du auf irgendwelchen Kugel-Willis abjumpst, das sich so verändert. Okay, hat noch gereicht. Ich dachte schon, war knapp, habt ihr gesehen, ne? Aber ist doch recht, das ist halt so hoch auf den drauf. Wir müssen hier ein bisschen zackig bleiben, ne? Nicht zu sehr trödeln. Irgendwann kriegt dich halt einer. Das ist das Problem, dass du immer klein bleiben musst. Naja, wir sind am Ende der 7. Welt. Was erwarte ich denn? Wenn ich an den Hack New Super Mario Bros. 2 zurückdenke, der teils unspielbar war,
weil irgendwelche Level nicht fertiggestellt wurden. Oder... oder es gab ein Level, der war einfach nur extremer Gegner-Spam. Ja, so wie man eines Super Mario Maker Level, ganz genau. Es ist so Trolling. Aber ich kann ein bisschen mit euch reden, wir haben Zeit zusammen. Lauscht meinen Worten, was ist los? Deswegen. Aber wie gesagt, ihr solltet mir in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock hättet auf die New Let's Plays. Ich denke mal schon, gerade die Leute, die hier vorbeischauen, die ein bisschen hier schnacken, die wollen alle auch die anderen Jump'n'Runs sehen. Ich meine, überstrapazieren sollte ich es nicht, ne? Aber 2012 ist jetzt auch schon wieder 6 Jahre her. Unglaublich. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin irgendwie oben auf einen drauf gejumpt. Immer ein anderer Rhythmus. Zazup. Zazup. Nee, aber nicht nur eine geile Idee, sondern halt auch tatkräftig umgesetzt. Tatkräftig? Ja. Genau. Was soll ich da machen? Ich kann... ja doch, ich kann Stamm vertacken. Ich kann Stamm vertacken machen. Stimmt. Das hätte ich in der Situation machen sollen. Kurz nachdem ich vom Kugelwilli abgejumpt bin, direkt Stampfattacke. Ob der davon kaputt geht oder nicht, ne, ist die andere Frage. Juckt mich aber ehrlich gesagt gar nicht. Hat mich gar nicht so zu jucken. Bonsai Bill! Aber so ein alter Running Gag, Alter. Gar nicht so beliebt. Dinge heißen halt auf Englisch Banzai Bill. Das kommt noch von The Emero, der hat das auch immer gemacht. War mal der, einer der größten Let's Player auf YouTube Deutschland. Zweitmeist abonnierteste hinter ZK. So meine ich das. Im Gegensatz zu ZK ist Emero immer noch aktiv, aber ich glaube nicht mehr auf... auf YouTube schon lange nicht mehr, sondern Stream, Stream, Stream. Mario World Hacks. Bis zum Abwinken. Ganz viel Banzai Bill. Es ist halt auch... ich bin halt noch ein bisschen geschult von der alten YouTube-Let's-Player-Welt vor allen Dingen. Das ist genauso wie mit Funk Royale und seinen mehr Raketen heißt, mehr Raketen heißt, mehr Raketen. Ich finde den Funk so genial, aber ich bin halt keiner, der Streams verfolgt. Würde der nur YouTube-Videos machen? Ihr habt es aber gesehen auf Twitter. Er hat mir versprochen auf Twitter, er macht ein Let's Play zu Metroid Samus Returns. Aber er hat auch gesagt, er macht Metroid Other M weiter. Was seit 2010 pausiert ist. Oh, das sind wir mal ehrlich. Ne? Ist immer noch derselbe klasse Typ. Ich sehe mal auf Twitter, was er schreibt, aber wie gesagt, ich verfolge keine Streams. Deswegen ist er für mich inaktiv. Zählt nicht. Selbiges gilt in etwa auch für den Sui Shumaru, wobei man von dem auch mehr sieht, weil er seine Streams, also als die Aufzeichnungen, auf YouTube hochlädt. Ich glaube, das sind jetzt immer noch die alten. Also bevor er sich dazu entschied, komplett vom YouTube wegzugehen und nur noch zu streamen. Aber... boah, das war ein bisschen knapp auch. Aber es dürfte für die Zukunft auch so werden. Und er gibt halt immer Bescheid, wenn er streamt mit einem Infovideo. Finde ich eine schöne Sache. So, jetzt auch wieder Concentration, Leute. Ich springe aber jetzt immer hoch, weil die hier mich nerven. Jetzt abspringen. Ist halt so. What the fuck? Einfach so? Hier gibt es überhaupt keinen... ach, es gibt keinen Checkpoint. Ich hatte Angst, ich hatte Angst. Ich, vielleicht von Mario Maker noch, dass da irgendwelche Riesenwickler rauskommen und mich einfach töten.
Das wäre auch Let's Play Marco-Style gewesen, wenn der Kugelwilli mich irgendwie erwischt hätte. Naja, Freunde, es kommt jeden Tag ein Part, also cremt euch nicht. Also cremt euch schon ein, wenn ihr in der prallen Sonne liegt oder so. Aber grämen solltet ihr euch nicht, dass es erst im nächsten Part wieder weitergeht. Dann ist der Part hier nicht so lang, aber das Let's Play haben wir länger was davon. Ihr habt ja gesehen, der hat Level uns aufgehalten, aber der war toll, oder? Er war toll. Er war toll. Deswegen Daumen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.